Willkommen zu Part 4 von World War One Mod Hearts of Iron 3 mit dem Kaiserreich. Ja, und somit auch. Yo. Wir sind gerade dabei in. In Serbien einzurücken. Oh. Das ist nicht gerade ein guter Angriff. Warum gehen uns denn die Supply? Alter. Mein Gott. Das mit den seltenen Materialien zerfickt mir ja komplett meine Industriekapazität. Jo. Das wird schon. Mein Zeppelin ist da immer auf dem Weg und bombardiert. Ja, ich glaube, ich kann den Zeppelin jetzt mal in Budapest rasten lassen. Und hier sind doch eh alle. Ja, 4 Divisionen. 4, 4, 2, okay. Ist noch ins 8. Reservekorps. So, 4. Hier sind es 2, heißt, die müssen ins 12. Armeekorps. Jetzt sind es hier auch 4. Hier sind es 5. Hier sind noch 2, okay. Die kommen in. Keine Ahnung. Für mich. Ach, 19. Armeekorps, ja. Da habe ich schon fast die römischen Zahlen verlernt. 4, 3. Da kommen eh noch 2 hin. Hier sind es 4, hier sind es 5 und hier sind es 2. Ich glaube, da würde ich gerne die Miliz dahin schicken ins 14. Ach, Armeekorps, nicht Reserve. Ja. Es sieht bisher doch gar nicht so schlecht aus. Wir kommen mit der Produktion nicht so gut hinterher, aber bis auf das. Und hier der Kampf wird auch immer besser. Dänemark kann ich ja auch erobern. Ja.
Spanien. Muss ich ganz schnell einmal da ein Schiff hinschicken. Dieses HQ soll einfach deren Vormarsch da aufhalten. Wird zwar nicht lange durchhalten, aber hey. Hier mit Bulgarien jetzt noch am Einrücken, wird das sicherlich nicht so schwierig sein, den Serben zu vernichten. Und sobald die dann das geschafft haben, sobald wir Serbien erobert haben, wird dann erstmal nach, ja, gegen die Entente gehen. Natürlich wäre es da schlau, wenn ich nur einen Transporter schicke mit der Miliz, damit ich die anderen noch in Europa habe. Ja. Und jetzt aber schnellstmöglich dahin. Wann werden wir wieder ankommen? Ach ja, das sind immer die Provinzen hier. Nun gut. Das sieht immer besser aus. Oh. Auf dänischen Widerstand sind wir gestoßen. Und da das HQ so schnell ist, ist das direkt mal geflohen. Aber hey. Nun, die werden alle 1915 erst fertig. Ich glaube auch nicht, dass wir die vorher wirklich irgendwie brauchen werden. Ich kann nur hoffen, dass Italien nicht in die Entente sich bewegt. Und ja. Und jetzt wird das dann... Oh. Jetzt sind da zwei Divisionen drin. Ja, die Serben sind nervig. Aber ich machte ja sehr viele Angriffe drauf und es wird dann schon. Ja, die Industriekapazität wird leider durch die mangelnden... Entschuldigung, aber... Schenkt dir höchstens 1,5. Ich weiß nicht, für was er die überhaupt braucht. Ich brauche jedenfalls selber gerade verdammt viel. Und werde deswegen nicht wirklich was abgeben können. Ja.
Ja. Es sieht schon mal sehr gut aus. Oh. Ja. Einigermaßen halt. Ich glaube, da kann ich dann auch kurz die Flugzeuge hier benutzen, um da etwas zu machen. Einfach nur, damit das besser funktioniert. Genauso wie ich das hier mache bei dieser Kavallerie. Oh, da haben schon die ersten aufgehört zu kämpfen. Dabei sind wir fast drin. Das wird schon. Die dürfen jetzt nur keine Verstärkung schicken. Wir sind fast drin. Jetzt schicke ich nochmal alle rein, damit auf keinen Fall irgendetwas ist. Und wir sind in Belgrad. Oder Beograd. Das ist, keine Ahnung. Hier steht Beograd, aber es wird wohl Belgrad sein. Nun. Serbien wird dann wohl auch bald fallen. Wir brauchen nur noch den zweiten Siegpunkt, welcher hier leider im Süden ist. Und den Zeppelin kann ich dann wieder hier in Reserve stellen. Oh. Sie haben sich jetzt zurückgezogen. Das sieht nicht so gut aus. Oh. Da geht doch schon. Okay. Fliegergruppe West, ja. Könntet ihr euch kurz da hinstellen? Okay, rebasen. Dauert das jetzt einen Tag oder was? Nee, 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 ihr wartet erstmal. Ihr müsst auch noch warten. Und ihr auch. Das Akku auch. Ja, das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Warum kann ich da jetzt nicht angreifen? Das würde ich gerne. Oh. Schon wieder geforscht. Ja. Ach, dann können die halt, ja, die brauchen natürlich Organisation erstmal wieder, bevor die angreifen können. Wie sieht das aus? Oh, dann kann die Infanteriedivision, die jetzt nichts zu tun hat, erstmal da einmarschieren. Okay. Ja. Ich hätte gern alle Divisionen dann da unten. Oh, das sieht interessant aus. Das ist schon mal sehr gut.
Wir haben einen Durchbruch in Serbien. Ja. Es kommen auch noch viele österreichische Divisionen dazu. Und Serbien steht kurz vor dem Fall. Hier ist der letzte Siegpunkt. Und danach wird es dann an den Krieg gegen die anderen Großmächte gehen. Und der wird wahrscheinlich gar nicht so schlecht verlaufen. Oh, ja, seltener. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Ach, die sind ja schon da im Einmarschieren. Wann kommt ihr an? 25. November. Ja. Wird natürlich noch dauern. Aber ich glaube, ich kann meine zwei Reserve jetzt auch mal holen. Okay, gegen die Russen brauche ich nicht wirklich was. Und hier im Westen ist meine Armee eigentlich sehr stark aufgestellt. Ich frage mich, wo ich den Rest bitte aufstellen soll. Ich könnte hier im Süden der russischen Front noch was aufstellen. Ja. Supplies, ja. Mach ich eigentlich genug? Oh. Die sollen sich erstmal da hinstellen. Stelle ich erstmal all meine Truppen hin. Lass meine Bomber da etwas erledigen. Patrouillieren. Ach. Ja, ich glaube, da ist meine Flotte stärker. Ich glaube nicht, dass die da irgendwo... Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben gerade fast deren gesamte Flotte vernichtet. Ich sende schon mal einige meiner Schiffe jetzt auf Patrouillekurs. Ja, ich glaube nicht, dass die feindliche Flotte uns etwas anhaben kann. Die letzte Division flieht noch, während wir da einen starken Angriff halten. Ja. Natürlich bombardieren wir auch stark noch ihre Truppen. Oh, hier in Serbien sieht es dann doch nicht so gut aus. Aber das wird schon noch. Erstmal etwas speichern. Meine Armeen stehen ja alle bereit.